Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres Spiels gegen den SC Verl morgen Abend in Lotte. Heute etwas früher, weil die Mannschaft sich gleich auf den Weg macht. Ist ja doch eine Ecke zu fahren. Ich begrüße unseren Trainer Uwe Koschnert. Hallo und Piotr Kaczmar als Vertreter der Spieler heute. Fangen wir wie gewohnt an. Begutachten wir die Trainingswoche. Uwe, die stand wohl unter dem Vorzeichen erste Corona-Fälle, die noch beherrschbar sind aufgrund unserer Teststrategie. Aber wie beeinflusst das einfach die Trainingsarbeit? Ja, es ist schon so, dass unsere Situation sich ja nicht großartig von der gesamtgesellschaftlichen unterscheidet. Gab, glaube ich, eine relativ lange Phase, in der so die Pandemie zumindest irgendwie so gefühlt im Griff war. Es hat sich für uns darin geäußert, dass wir natürlich gerade so in diesen Sommermonaten einfach ein sehr, sehr befreites Miteinander hatten, mit Sicherheit auch ein Stück weit getrieben durch die Erfolge, dass wir permanent wachsende Zuschauerzahlen hatten, was einfach auch für einen Fußballspieler oder mich als Trainer so ein gefühlter Schritt zurück in die Normalität ist. Und wir haben das ja sehr, sehr genossen. Vor allen Dingen die Heimunterstützung, die sich dann wieder angefühlt hat wie Fußball, einfach zu den Zeiten, die wir mehrheitlich miterleben durften. Und natürlich wird einem jetzt permanent klar, dass einfach die Inzidenzen extrem hochgehen, dass die Bedrohung auch größer ist. Und dann sind wir natürlich auch ein Stück weit so ein Abbild der Allgemeingesellschaft. Logischerweise macht der Virus für uns nicht Halt. Und so gut alle Hygienekonzepte bei uns auch wirklich umgesetzt werden, so sehr hat natürlich jeder seine persönlichen sozialen Kontakte. Wir haben viele Familienväter in der Mannschaft. Insofern lassen sich gewisse Dinge einfach nicht ausschließen. Insofern ist es natürlich dann bedauerlich, wenn du einen Positivfall hast. Und das beeinflusst natürlich die Arbeit in der Woche insofern, als dass du quasi von Tag zu Tag neu entscheiden musst, wie wir mit dieser Situation umgehen. Aber dadurch, dass wir jetzt gestern komplett die Verbliebenen eben negativ getestet wurden, ist dann natürlich erst eine gewisse Beruhigung eingetreten. Und von dem Zeitpunkt an wussten wir eben auch, dass wir uns mit der bestehenden Gruppe sehr, sehr konzentriert auf das Spiel gegen Verl vorbereiten können. Und darüber hinaus hat der Rüdiger Schmidt eben alles auch getan, um dann quasi von zu Hause aus so seine Tätigkeiten entsprechend zu organisieren. Und in dem Fall auch ein Riesendank an unseren Busfahrer Thorsten, der sich spontan bereit erklärt hat, eben quasi die Aufgaben zu übernehmen, weil er sie auch in den Abläufen kennt und dadurch, glaube ich, keine Benachteiligung in den Abläufen für die Mannschaft auch gegeben ist für das morgige Spiel. Pius, wie sieht man das als Spieler? Ist das in den Köpfen drin oder sagst du, ich bin ausreichend geschützt, das geht an mir vorbei? Ja klar, wie es der Trainer schon gesagt hat, jeder hat seine persönlichen Kontakte, zum Beispiel die Familienväter, der Frauen gehen arbeiten, Freundinnen gehen arbeiten und da lässt sich das natürlich irgendwie nicht verhindern, dass die auch andere Kontakte haben, deswegen schwierig, also in den Köpfen zum Sachen Fußball hat es jetzt nicht viel zu tun, also es beeinflusst uns nicht negativ auf jeden Fall und ja, also da kann man ja nichts dran ändern. Also wir sind ja auch genauso wie jeder Einzelne in der Gesellschaft gebunden und ja, wir probieren halt das Bestmögliche irgendwie hinzubekommen, dass so wenig wie möglich passiert. Kommen wir zum Gegner. SC Verl aktuell auf einem Platz, auf dem sie nicht so gerne stehen. Ein ganz wichtiges Spiel für Verl, aber auch für uns. Wie beurteilst du die Sachlage vor dem Spiel morgen? Der Gegner gehörte in der letzten Saison ja auch über einen ganz, ganz langen Zeitraum zu den absoluten Überraschungen. Auch als Aufsteiger sehr, sehr lange um die oberen Plätze gespielt und dann mit einer Zahl von 55 Punkten wirklich für einen Aufsteiger auch eine herausragend gute Saison gespielt. Ich glaube, das Schicksal des SC Verl war es dann, dass man relativ viele Leistungsträger auch verloren hat und ersetzen musste. Was den Verein und die Mannschaft auszeichnet unter meinem Kollegen Capretti, ist eine seit Jahren eben unveränderte, klare Spielphilosophie. Das bedeutet eben auch, dass das Personal ausgesucht wird nach dieser Idee
und dann natürlich dann auch eine gewisse Kontinuität in den Abläufen zu sehen ist, unabhängig davon, wer gerade die Positionen besetzt. Ich glaube, dass die Mannschaft in diesem Jahr ähnlich wie wir vielleicht auf eine noch spektakulärere Art und Weise zu absoluten Highlight-Spielen beigetragen hat. Das liegt in deren Spielweise begründet. Ich nenne mal so das Auswärtsspiel in Halle, dieses 4:4, was von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach unglaublicher Tempo-Fußball in beide Richtungen war. Ich nenne mal so dieses 5:3 gegen Havelse, also sehr kurzweilig. Das liegt eben auch in deren DNA, den Fußball eben sehr spieltechnisch zu begreifen und sehr, sehr initiativ zu sein, bei eigenem Ballbesitz in klaren Mustern zu spielen, unabhängig davon, was der Gegner tut. Ich glaube, dass die große Problematik des SC Verl weniger in der Leistung begründet ist, sondern einfach in dem Standortwechsel. Ich glaube, dass die sehr, sehr stark unter dem Faktor leiden, eben permanent in Lotte spielen zu müssen. Das ist eine erhebliche Strecke. Das heißt, du hast kaum Heimfans im Stadion, gefühlt relativ viele Auswärtsspiele. Und ich glaube, das erschwert eine solche Saison. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt nicht nur auf die Tabelle schauen, sondern schon auch auf die Inhalte. Und eins ist klar, dass dieses Spiel für beide Mannschaften natürlich auch wieder eine Richtung vorgibt. Das ist das Schicksal in der dritten Liga, dass du relativ selten eher nur beschwingt Fußball spielst, sondern dass eben neben dem Blick nach oben es auch immer irgendwo einen Blick nach unten gibt. Und klar, für Verl wird es darum gehen, mit 3 Punkten zu uns aufzuschließen, insgesamt sich von den Abstiegsplätzen zu befreien. Wenn du einen Spieltag eröffnest, ist das immer eine angenehme Situation. Und für uns wird es logischerweise darum gehen, den Negativtrend der letzten beiden Spiele zu stoppen und in Verl zu punkten. Eine ganz klare Ausgangssituation. Wir sind mit dem Pflichtsieg in Jägersburg, haben wir die erste Rückkehr zur Wiedergutmachung gemacht. Verl müsste man nachlegen. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Ziel. Ich glaube, wir sind gut gerüstet, auch wenn wir jetzt durch Minus einen Ausfall haben, der wahrscheinlich schon ein bisschen abfällt, aber trotzdem haben wir, glaube ich, sind gut hinten dran und ich glaube, wir haben schon, oder unsere Pflicht ist es, da auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen. Guter Hinweis, nicht nur Minus fehlt, die Verletztenliste und Krankliste ist ja doch nicht kleiner geworden. Ja, aber dafür machst du dir vor der Saison eben Gedanken über einen ausgewogenen und chanceorientierten Kader. Ich glaube, dass das etwas ist, was auch typisch ist für andere Drittligisten, dass du deinen Kader eben nicht bestücken kannst mit 20, 22, 23 absolut gestandenen Spielern, sondern dass du natürlich auch immer darauf aus bist, Perspektivspieler dazu zu nehmen. Jetzt haben wir mit Sicherheit eine relativ lange Liste von gestandenen Typen, die nicht zur Verfügung stehen. Auf der vordersten Linie, glaube ich, ist es schon sehr sexy, vor der Saison sich eine Dreier-Offensivreihe hinter Grimaldi vorzustellen mit Scheu, Jakob und Guras. Aber die drei stehen eben jetzt nicht zur Verfügung und deswegen eröffnen sich für andere neue Chancen. Mario Müller stellt sich brutalst in den Dienst der Mannschaft und hat heute das Abschlusstraining so weit mitgemacht, dass er sagt, ich bin einsatzfähig. Und was ich jetzt als Trainer aus der Sache mache, das muss ich quasi jetzt über Nacht entscheiden. Aber Mario sieht natürlich auch die Gesamtsituation und will sich da voll in den Dienst der Mannschaft stellen und steht bereit, fährt auf jeden Fall mit. Ähnlich sieht es aus bei Robin Scheu, der jetzt keine einzige Mannschaftstrainingseinheit mitgemacht hat, mit Ausnahme der von heute Morgen. Aber über diese individuelle Steuerung sich zumindest auch zur Verfügung stellt, um tatsächlich der Mannschaft zu helfen. Das zeigt, dass die Mannschaft zusammenrückt und dass sie die Situation eben auch erkennt. Wir haben Dodo Ernst auf der Rechtsverteidigerposition zu ersetzen durch die 5. gelbe Karte, der bis jetzt eben so eine Konstante war, was automatisch eben auch wieder eine Gesamtveränderung in der Kette bedeutet. Und deswegen ja, will ich das einfach auch unter dem Aspekt sehen, dass viele Spieler sich, glaube ich, hier auch ganz, ganz große Hoffnungen machen auf Spielminuten, dass sie heiß sind auf ihre Chance und dass diese Chance im Verlauf einer sehr langen Drittligasaison vor allen Dingen in diesen Wintermonaten kommt. Das zeigt sich immer wieder und dann muss ich eben da sein, dann muss ich gut auftrainiert sein und dann muss ich mit einem vernünftigen Plan, einem entsprechenden Selbstbewusstsein eben auch zeigen, dass ich absolute Ansprüche auf den Stammplatz einfach auch durch Leistung untermauere. Und diese Chance, die bietet sich jetzt einigen Spielern und die wird dann mit Sicherheit ein wichtiger Faktor in Verl sein, um zu punkten.
Das heißt, wir werden morgen eine deutlich veränderte Mannschaft sehen? Ohne ja, zwangsweise. Ja, zwangsläufig. Ne? Dann ist es klar, dass wir einen Rechtsverteidiger ersetzen müssen, dass wir die offensive Dreierreihe so nicht zur Verfügung haben, wie sie zumindest als Idealformation zusammenspielen sollte. Und deswegen ganz klar sind wir dazu gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Und ja, das mit vollem Selbstvertrauen und vollem Optimismus dann auch tatsächlich umzusetzen, weil die Spieler in ihren Positionen ja permanent im Trainingsbetrieb auch Erfahrungen gesammelt haben in Bezug auf das, was diese Spielposition an Anforderungen hat. Und deswegen bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass die diese Chance zu 100% beim Schopf verpacken wollen. Piers, wie sehr stört einen, dass man eigentlich nie eine Stammelf hat, sondern praktisch jeden Samstag mit einer neuen Mannschaft auftreten muss? Oder ist das sogar befördernd, dass man sagt, da ist viel Bewegung drin, du gehörst ja eher zu den Defensivstabilisatoren? Ich glaube, da gibt es zwei Seiten. Also die eine Seite ist klar, wenn man eine Stammelf hat, dass man sich besser kennt, dass man Rhythmus ist, dass jeder weiß, was der andere macht. Und die andere Seite ist natürlich, durch Rotation verändert sich immer wieder das Spiel, man kann Gegner anpassen und ich denke, dass da gibt es positive und negative Sachen. Mhm. Gut, soweit zur ersten Runde. Kommen wir zu den Fragen mit unserem Mikro benutzen. Ich glaube, Sie wollen die Katze nicht ganz auf den Sack lassen, das verstehe ich. Aber wenn man sich die Trainingseinheiten diese Woche angeschaut hat und so ein bisschen Ihre Andeutung der Vorwoche gesehen hat, hat Marius Kühl schon Chancen zu beginnen? Ja. Bekenne ich mich auch zu, dass Marius Köhl die Chancen, die er bekommen hat, mehrheitlich genutzt hat. Ich war nicht zufrieden mit seinen Debüts in der dritten Liga als Einwechselspieler, weil er aus meiner Sicht sofort seine absolute Stärke, Gefährlichkeit in den Strafraum zu bringen, diesen Instinkt auf den Platz zu bringen, den hat er sofort genutzt, aber schlecht umgesetzt. Dann kam eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, er hadert so ein bisschen mit diesen verpassten Chancen. Ich glaube aber, dass wir das gut begleitet haben. So die absolute Kehrtwende war für mich das Spiel in Mettlach. Da mag man jetzt drüber lächeln. Aber wenn man einem jungen Spieler eine Chance gibt in einem solchen Spiel und er schwimmt nicht nur im System mit, da haben ja nun mal viele Stammspieler gespielt, sondern er hebt sich aus diesem Spiel tatsächlich individuell noch heraus, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Junge sich in die richtige Richtung bewegt. Und das hat er eindrucksvoll nochmal bestätigt, vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten in Jägersburg, wo er maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir aus meiner Sicht in der Offensive viele sehr variable Aktionen hatten. Und deswegen bin ich schon der Auffassung, dass ein so junger Spieler, ein Saarbrücker Junge, der sich ganz, ganz stark mit diesem Club identifiziert, dass der eben irgendwann auch seine Chance bekommen muss, wenn sie sich bietet. Und diese Chance, die sehe ich jetzt. Das ist ein guter Individualist, das ist ein Spieler, der schon auch in gewissen Spielsituationen den Unterschied ausmachen kann. Und jetzt möchte ich das im Wettkampf sehen. Pius, das ist eigentlich so was, ein Spieler, den sich der Trainer wünscht, weil du ja auf verschiedenen Positionen spielen kannst. Innenverteidigung spielen, Außenverteidigung, 6, 8, vielleicht sogar 10. Wo siehst du dich eigentlich jetzt am liebsten? Weil das haben wir alle noch nicht so ganz auf dem Schirm. Wo wir dich denn am allerstärksten sehen können? Und vielleicht gleich die Frage dazu. Gab dann immer noch mal so die Kritik bisher, so der Sprung zum Männerfußball und so ein bisschen die Zweikampfhärte, die man in der dritten Liga natürlich auch braucht, die ist dann manchmal so ein bisschen abgegangen. Wie kannst du das oder wie arbeitest du daran im Training? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Danke, dass ich mir die Frage aufgeschrieben habe. Zur Position. Mir ist eigentlich ziemlich egal. Also ich sehe mich persönlich im Zentrum am stärksten, egal ob Innenverteidiger, Sechser oder auf der Acht. Ja, da kommt es immer drauf an, was der Trainer will, wo er mich am liebsten spielen will, sehen will. Und ja, also ich bin da echt sehr unkompliziert und ich, ja, auch wenn es ein Floskel ist, ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig.
Genau, und zu der Zweikampfhärte, ja, ist in Ordnung, also sehe ich auch so, dass ich da noch Verbesserungspotenzial habe, aber ich weiß, dass ich andere Stärken habe, dass man daran arbeiten muss, ist klar. Ich glaube, da sind wir auch im engen Austausch mit dem Trainerteam, die mir da Tipps geben, wie ich das verbessern kann, und ja, so probiere ich mich da zu verbessern und meine Stärken nicht zu verlieren. Noch mal eine Frage zum Personal. Dominik Arzmeier gesetzt bisher in allen 15 Spielen, er fällt jetzt aus. Stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wer da die Alternative 1b ist. Also wir hatten sie vor der Saison ja eigentlich anders ausgemacht. Aus meiner Sicht hätte es da zwei sehr, sehr interessante Möglichkeiten gegeben. Wenn du eher so auf diesen spieltechnischen Faktor setzt, das haben wir in der Vorbereitung ja auch gesehen, dann wäre es Sebastian Bösel gewesen, der in der letzten Saison ja schon, wenn er denn zur Verfügung stand, auch auf der Position gespielt hat. Willst du eher so diesen ähnlichen Spielertypen, wie es Ernst ist, dann wäre es Robin Scheu gewesen, der es ja auch in der Vorbereitung gespielt hat, der es in der zweiten Liga schon gespielt hat, der ursprünglich von dieser Position kommt. Jetzt haben wir aus unterschiedlichsten Gründen die beiden eben aktuell einfach nicht den körperlichen Zustand, um zu beginnen. Und deswegen haben wir während der Saison auch reagiert und mit Lukas Böder einen Spieler geholt, der das ja ungefähr 60 Mal in der dritten Liga gespielt hat. Eine komplette Saison in Paderborn, eine komplette in Halle. Insofern ist es, finde ich, die logische Konsequenz, diesen Allrounder, der sich jetzt erstmal innen festgespielt hatte, dann auch nach rechts hinten zu ziehen, weil er einfach die größte Positionserfahrung dort hat. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Also den, doch. Aus allen den Trainern. Bitte das Mikro benutzen. Wie ist der Stand eigentlich bei Dennis Erdmann? Wie hat er jetzt in der letzten Woche trainiert? Weil in der Woche vorne dran, sagten Sie ja, konnte er für einen Spieleinsatz nicht so überzeugen. Mhm. Ja, es sind dann auch teilweise mal unangenehmere Gespräche, forderndere Gespräche, und bin der Meinung, das hat er diese Woche gut umgesetzt. Ich glaube, dass Dennis jetzt einfach auf der Suche ist nach dieser Balance, auf der einen Seite auch im Trainingsbetrieb diese Aggressivität auf den Platz zu bringen, die ihn früher in Verbindung mit einer sehr hohen Emotionalität einfach auch ausgemacht hat. Wir haben schon mal darüber geredet, dass diese Emotionalität sich eben etwas anders kanalisieren muss, dass er auf der anderen Seite aber auch die einfach logischen körperlichen Defizite derzeit aufarbeitet. Und man darf das nicht unterschätzen. Ne? Der Spieler wurde nach Magdeburg quasi aus seinem Rhythmus herausgerissen. Hat dann, und da weiß man ja nie, wie stark ist der psychologische Faktor dann auch entscheidend, aber sehr, sehr lange einfach mit permanenten Knieproblemen gekämpft. Wir haben dann so ein Stück weit aus der damalig negativen Not eine Tugend gemacht und gesagt, okay, die müssen jetzt erstmal auskuriert werden. Er war in ständiger Behandlung, hat ja fast gar nicht bei uns trainiert und steigt dann mitten in der Saison wieder ins Spiel ein. Wir haben schon mal darüber diskutiert, dass ich gegen Halle davon überzeugt war, dass es die einzig richtige Alternative ist, ihn ins kalte Wasser zu werfen. Und man hat dort aber gesehen, dass die Kombination aus Psychologie und Körperlichkeit einfach noch nicht so gepasst hat. Und jetzt sind wir eben dabei, ihn knallhart aufzuarbeiten, den Körper knallhart aufzuarbeiten. Aber auch das ist logischerweise ein Prozess, wenn du quasi nahezu 4 Wochen am Stück kaum oder gar nicht regelmäßig trainierst, dann musst du an diesen Dingen eben arbeiten. Das tut er derzeit wirklich sehr, sehr gut im Training. Und jetzt geht es darum zu beobachten, wie weit ist er tatsächlich. Denn ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich möchte Dennis Erdmann nur noch auf den Platz bringen, wenn ich davon überzeugt bin, dass er tatsächlich körperlich bei 100% ist. Dass man also an diesem Faktor bei ihm einen Haken machen kann im positiven Sinne. Denn wir haben gesehen, dass wenn überall ein paar Prozent fehlen und der Fokus so stark auf ihm ist, dass die Erfahrung gegen Halle einfach keine gute ist. Ist er morgen im Kader mit dabei? Ja, definitiv. Gute Schlusswort, morgen im Kader, morgen Abend. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Tatsächlich? Eine Personalie, da haben wir gar nicht angesprochen. Sie hatten vor dem Saarland-Pokal schon ein bisschen Sorge um Adriano Tomaldi.
Die Sehne ist angespritzt worden, hat, wenn ich es richtig gesehen habe, die Woche komplett jede Einheit mitgemacht. Also ja. Da gibt es kein Problem mehr. Nein, also ihm hat, glaube ich, die Verbindung aus Behandlung und dieser Pause gut getan. Und ich war wirklich maximal erleichtert, als der Adriano mir schon in der ersten Trainingseinheit, die ja recht intensiv war, rückgespiegelt hat, dass er sich total frei fühlt. Das ist, glaube ich, genau die richtige Maßnahme war. Und er hat sämtliche Einheiten in dieser Woche komplett durchgezogen. Und es hat mich vor allen Dingen deswegen ja beruhigt, weil wir schon gegen Jägersburg gesehen haben, dass die Kombination Günther Schmidt-Jakob eben auch gut funktioniert. Das ist dann ein etwas anderes Spiel, eine andere Balance auf dem Platz. Aber dann war zu Beginn der Woche ja sehr schnell klar, dass Sebi auf keinen Fall zur Verfügung steht. Und dann war ich natürlich sehr beruhigt, dass zumindest Adriano wirklich wieder komplett bei 100% ist. Dann ist auch diese Personalie geklärt. Dann frage ich nochmal offiziell, ob es noch Fragen gibt. Das ist jetzt erkennbar nicht der Fall. Morgen Abend 19 Uhr dann in gegen Verl in Lotte, Stadion am Lotter Kreuz bei Osnabrück. Für die Fans, die uns da unterstützen wollen, hoffentlich zahlreich. Und hoffen wir, dass das ein erfolgreiches Spiel für uns wird. Einen schönen Nachmittag und bis demnächst.